Ich kann streiten mit all meiner Liebe, die ich habe, und es gibt kein schärferes Schwert als die Liebe. Ich habe in diesen 10 Jahren Gottes Wirken so oft erfahren dürfen, habe so oft erfahren dürfen, wo versucht wurde, uns Steine in den Weg zu legen und die Gottes Liebe einfach zu Staub zermahnte. Und es kam mir jedes Mal wie ein Wunder vor. Vor einiger Zeit sagte mir ein Bischof in einem Gespräch, wenn ich wirke, dann spüre ich einfach, dass Gott mit mir ist. Ich kenne keine Angst, weil was gibt es Besseres, als zu wissen, dass Gott hinter mir steht und sagt, ich will es. Und da war es wieder, dieses Ich will es. Eine Kirche, die Gott will, ist durch nichts und niemanden aufzuhalten. Beim Gespräch fragte mich jemand von der katholischen Kirche, warum sollten wir noch eine neue Kirche brauchen? Eine berechtigte Frage. Es gibt viele Kirchen, viele Religionen, aber die Antwort liegt eigentlich in der Frage selbst. Wenn Gott eine neue Kirche will, muss er ja wohl mit den anderen nicht ganz zufrieden sein. Was ist da falsch gelaufen, habe ich mich gefragt. Und die Antwort lag für mich klar auf der Hand. Kirchen werden von Menschen geführt, die vollgestopft sind mit theoretischen Sachen, die man Theologie nennt. Und keiner schaut in das Herz dieser Menschen und stellt die Frage, ist dein Herz für dieses Amt geeignet? Für mich war von Anfang an klar, ich werde nur in die Herzen der Menschen schauen, die ich berufe. Berufe zu einem besonderen Amt, was eine besondere Anstrengung an Arbeit und eine besondere Verantwortung bedeutet. Und ich bin froh, sagen zu können, ich habe mich nicht geirrt. Das ist der einzig richtige Weg. Menschen, die Liebe in dem Herzen haben, sind Gott millionenfach lieber als jemand, der theoretische Bücher von Theologie im Kopf hat. Im Vatikan gibt es Leute, wie man mir zugetragen hat, die Wetten abschließen, wann die christliche szenische Kirche die Führung der katholischen Kirche übernimmt. Dazu kann ich nur sagen, wir haben nicht die Absicht, irgendjemanden zu übernehmen, es sei denn, Gott will es. Uns geht es darum, dass die Menschen verstehen, dass Gott kein Monster ist, sondern unser liebender Vater. Und dieser liebende Vater spricht zu uns und sagt, ich liebe dich, denn du bist mein Kind. Und ich möchte, dass du glücklich bist. Da ist keine Bedrohung, keine Strafe. Da gibt es den Begriff
schuld und Sünde nicht. Es gibt den Irrtum. Und wir wissen alle, Irrtümer sind menschlich. Aber es gibt nicht Schuld. Gottes Botschaft möchte er auf diese Art und Weise vertreten wissen hier auf Erden, indem er uns beauftragt hat, den Menschen das nahe zu bringen. Gott liebt dich. Bedingungslos. Er stellt keine Bedingungen und sagt, du musst das tun, damit ich dich liebe. Und welcher Vater würde ein Kind, das stolpert und fällt, nicht sofort wieder aufheben? Ein Engel hat vor kurzem gesagt, Gott hat euch den Heiligen Geist übertragen, damit er diese Kirche leitet. Was ist der Heilige Geist? Im Hebräischen nennt man ihn Shechina, die Gottesbraut. Das ist die weibliche, kreative, schöpferische Kraft. Schöpfertum bedeutet etwas erschaffen. Erschaffen, damit etwas existiert. Wir Menschen machen uns Gedanken und formen in unseren Gedanken Dinge, die wir dann erschaffen. Ob es der einfache Stuhl ist oder der Wolkenkratzer. Alles beginnt mit einem Gedanken, einer Vorstellung. Und ich habe mich oft gefragt, was für ein Gedanke, was für eine Vorstellung war es, die Gott veranlasst hat, diese Kirche haben zu wollen. Es hat etwas gedauert, bis ich die Antwort gefunden habe. Sie lautet, weil es das noch nicht gegeben hat. Was hat es noch nicht gegeben?